Herzlich willkommen, Leute, zu einem richtigen Knaller-Video. Und zwar spielen wir heute Totally Accurate Battlegrounds. Eine richtige BR-Simulation, wie ihr sie noch nicht gesehen habt. Ein Spiel, ja, nicht zu schwache Nerven. Man muss sich hier schon richtig drauf einlassen. 30 FPS wahrscheinlich meistens, ja, weil das Auge eh nicht mehr wahrnehmen kann. Das heißt, es wurde hier perfekt optimiert. Und, ja, wir legen los. Man springt aus einem fliegenden Truck. Mehrere, die in Reihe angeordnet sind. Auch das sollte selbstverständlich sein, wenn es um einen akkuraten Battle Royale-Titel geht. Ja, hier zum Beispiel flippt man so schön über die Brücke. Und wir werden jetzt auch langsam rausspringen, ja, denn ich möchte eigentlich zu Dötzkirchen, ja, eine meiner Lieblingsstädte im TAB, so wie die Profis das in Fachkreisen nennen. Und obwohl jetzt gerade nach Dötzkirchen schon ein paar mehr Leute geflogen sind, werde ich diese Richtung anpeilen. Ja, bumm! Wie ich hier elegant rausgeflogen bin. Ja, jetzt muss man sich natürlich auch erstmal aufrichten. Das ist in anderen Spielen so nicht gegeben. Und ja, jetzt sucht man sich ein bisschen Loot, um hier, ja, auch diese Konstrukte gibt es in Dötzkirchen, zu gewinnen. Ja, ein Helm, Pistole schon am Start. Ihr seht, ne, super schwer zu aimen auch. Und das, ja, macht es halt natürlich noch ein bisschen mehr Hardcore. Und ja, anvisieren, ja, kein Problem, alles soweit drin. Auch ein super gutes HUD. Ihr seht, ich könnte hier auch noch Aufsätze drauf machen. Laggt dann zwar ein klein bisschen, liegt an der Version, ist von Version zu Version immer ein bisschen anders. Ja, jeden Tag kommen 3 neue Updates, manche gut, manche schlecht. Ist wie so ein Münzwurf, aber auch das ist in der Simulation, finde ich, angebracht. So, 40 andere Leute spielen mit. Jetzt noch 25. Der Ring, ja, so wie die Zone nämlich eigentlich genannt werden sollte, der schließt sich langsam. Und um Dötzkirchen rum. Und das meistens so. Also solltet ihr selber den TABR spielen, dann wisst ihr Bescheid. Dötzkirchen ist so eine Anlaufstelle. Sollte es auch für euch sein. Musik gibt es hier natürlich nicht, außer halt, wenn du im Bus bist. Warum auch? Du musst ja auch die Schüsse und Schritte und alles hören vom Gegner. Und wir gehen jetzt nochmal da hinten in die Stadt, weil ich brauche doch noch ein bisschen mehr Loot. Ja, ich bin mit der Pistole zwar ziemlich stark, Erfahrung spricht da für sich, aber wir gehen nochmal in den Gangster-Modus. Gerade mit einer Pistole ist das das A und O, seitlich zielen. Ja, so solltet ihr auf jeden Fall eine genauere Genauigkeit haben, ja, und macht geile Musik dabei. Durch das neue Update haben sie aber echt ein paar Lags reingebracht. Das lief gestern besser. Ich hab ein Messer, nehmen wir mal mit, ne? Man weiß ja nie, was passiert. Oh, shit. So. Ich halte das Messer auf wie ein Gangster. Oh, ja. Die hält man im Optimalfall nicht so wie ein Gangster. Ja, da sollte man Dachboden, ja, checken. Nicht, dass da einer lungert. So, Feuer schon auf den ersten Kampf. Wird ein Burner. Sind das? Ich habe einen Boxhandschuh als Waffe. Ich nehme auf jeden Fall den Boxhandschuh. So, 3 Waffen kann ich haben. Hier liegt ein Bait. Ja, wenn du direkt hingehst, dann kann auch nichts passieren. So. Ich habe mittlerweile schon eine Splittergranate gefunden. Wir haben noch keine Rüstung. Eine Axt, ja. Wir haben einen Boxhandschuh, da brauchst du keine Axt, ist natürlich klar. Eine Luger. Hier ist eine Shoddy. Oh, Shoddy zählt als Main. Okay, Main. Dann nehmen wir die Sniper auf die Main. Oh, schade, ich hätte. Oder ist das der. Der, okay, okay, okay. Eine Pistole und 2 andere Waffen, ja. Wir nehmen die Shotgun. Ich hätte natürlich auch einen Tod geboxt, Leute, für euch. Aber, ja. Shoddy. Ist immer gut. Wisst ihr Bescheid? Ja, und dann macht man wieder ein bisschen den Gangster, um zu gucken, ob welche Schiss vor euch haben. Leider ein bisschen leiser geworden. Ich weiß nicht warum. Hört eigentlich fast nur mich. So, gleich sollten wir mal ein bisschen auf die Map achten. Ja, Dötzkirchen. Die Map ist ziemlich groß für 50 Leute, muss ich leider sagen. Es ist auch eigentlich nur ein Fun-Ding, ja. Man kann es sogar schon im Squad spielen. Es ist super bouncy. Also. War die für mich?
Ich muss ihn früh. Oh, das leckt aber auch leider. Ein Scope. Ein Red Dot. Ein Crossbow. Ja, ist auch ein gutes Ding. Packen wir uns den auch mal ein. So. Da kann leider kein Scope drauf. Jetzt habe ich aber auf der Shotty ihn. Hört ihr das? Ich glaube, wir haben den Dötzgehörven ein. Die Blunderbuchse nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, sehr gut. Ich habe so eine Blunder. Lull. Okay. Nein. Die wollte ich nicht. Ich wollte nur die Muni mitnehmen. Okay, aber wir werden es jetzt noch reißen, Leute, ja. Es ist jetzt ein. Das ist am Anfang, ist es so, ja. Die meisten Leute springen natürlich nicht in Dötzgehörven raus, weil die sich noch nicht so auskennen. Da bin ich halt schon ein bisschen weiter. Ich habe einen Motorradhelm. Ist der besser als ein T2? Ein Level 2 Motorradhelm. Level 3 Helm habe ich. Ja, natürlich nehmen wir einen Level 3 Helm. Klar. So, wo ist denn die. Oh, Dötzgehörven! Jetzt müssen wir ein bisschen beeilen als Gangster. Rennt ein bisschen schneller. Der Ring. Oh Gott. Ich hab nicht drauf geachtet. Warum habe ich nicht drauf geachtet? Los, Mann! Warum ist die Welt so groß? Was passiert, wenn ich außerhalb der Zone bin? Oh Gott, aus meiner Simulation wird eine Angst. Schaut euch das einfach mal an. Oh Mann, ich fand den Anfang aber so gut. Ich will jetzt nicht an der Zone sterben. Das könnt ihr noch schaffen. Oh, umschauen kann man sich nicht. Habe ich mich gedreht. Okay, es wird halt jetzt ein heißes Eisen jetzt, Leute. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich könnte mir auch hier richtig krasse Squad-Runden vorstellen. Ist übrigens Free-to-Play, um das nochmal mit einzuwerfen. Und ja, wenn man einfach da rausspringt, wo andere sind, haben wir einfach auch mehr Action. Aber ich wollte euch unbedingt ein schönes Video zeigen. Ich hoffe einfach, ihr habt ein bisschen Spaß. Wollt euch ein bisschen hier unterhalten und euch gleichzeitig auch das Spiel zeigen. Aber ich hoffe, wir kriegen jetzt noch einen guten Kampf. So, ich bin in der Zone. City. Ja, England is my city. Ist jetzt hier das große Finale. Ah, nicht mehr Gangstern jetzt. So, die Brücke. Ja, ist ein fieser Spot. Ja. Also hier auf dieser Brücke zu City. Hier kann man immer gut campen. Ja, das, nehmen wir schon mal die Blunder. Ich muss mal kurz gucken. Ich weiß nicht, auf welche Distanz die halt sick ist, ja. AK. Ja, wir nehmen auf jeden Fall sowas von die AK. Okay, AK und Sniper. Jetzt sieht das auch schon gut aus. Hinter mir nimmt jetzt einer bestimmt meine Blunder. Eine Angel. Ganz schön schick. So, die Zone ist jetzt gleich dran. Und wo geht die Party hin? Dauert noch oben rechts. Ich habe erst nur ein. Ich habe schon wieder so einen Explosionssound gehört. Okay. Ich höre Schüsse. Jetzt gehen wir rein, Leute. Okay, wir sneaken. Ist da oben einer? Ich glaube, oben auf dem Berg. Ich muss da in die Richtung. Was ist? Die Mauer setzt sich zusammen?
hab mir jetzt mal seine Sachen hier gegönnt. Ein M1 Garant. Bin noch langsam im Looten. Warum liegt hier überall Stuff? Okay, okay, okay. Das mit der Mauer ist ja sick. Mal schön reinsnipen. Nicht, dass noch wer von hinten attackiert. Holy shit. Da schießt einer gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ein Auto? Ein Auto! Ist ja wirklich eine Simulation vom Feinsten. Oh oh. Die Zone setzt sich zusammen. LOL. Was ist das, eine Maschine? Get? Header habe ich ihm gedrückt. Er mir auch. Wie geht denn die Ausweichrolle? Das kannst du nur, wenn du richtig weißt, wie das Spiel funktioniert. Noch ein Step gehört. Meine Maus ist eine Katastrophe in dem Spiel. Also wenn du hier genaues Aim hast, bist du Gott. Mist, ich wollte die T4 Weste noch haben. Ich habe sie einfach nicht mehr gefunden, ey. Da lag eine richtig fette Weste. Boah, meine Maus-Sens ist eine Katastrophe. Das Spiel ist schwammig ohne Ende. Aber genau das macht's eigentlich so lustig. Leute, nehmt das einfach als kleines Bonusvideo für heute. Ich wollte es euch einfach mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob es euch gefällt und ich weiß nicht, ob es den anderen gefällt, ja. Wenn das aber ganz gut ankommt und ihr sagt, das Spiel ist eigentlich ganz witzig, ja, warum nicht? Und ich fand den Anfang eigentlich ganz lustig. Dann würde ich dazu nochmal mehr machen. Dann würde ich dazu auch nochmal eine richtige Folge machen. Wo, ja, wir halt auch was reißen. Das war ein Vorstellungsvideo, ihr könnt es euch gerne anschauen, Free-to-Play im Steam. Ich schaue mal, dass ich ein bisschen mehr Performance noch rausballern kann, dann würde ich noch eine Folge machen, Leute. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.